Ja, dann darf auch ich euch und Ihnen allen noch einmal herzliche Begrüßung aussprechen. Wir beginnen jetzt mit einer offenen Diskussionsrunde. Ziel ist es, uns, euch alle, in Austausch zu bringen mit unserem heutigen Gast, Dr. Gesine Dornblüt, die ich gleich noch kurz vorstellen werde. Fühlt euch eingeladen, direkt Rückfragen zu stellen, Kommentare abzugeben, eine Diskussion in Gang zu bringen. Ich werde das Ganze, wir drei werden das Ganze moderieren und haben eigentlich das Ziel, uns heute einerseits über den Werdegang von Frau Dornblüt auszutauschen, aber eben auch über ihren aktuellen Arbeitsschwerpunkt, ihre journalistische Tätigkeit in Osteuropa. Frau Dornblüt hat in Hamburg Slawistik und Journalismus studiert und sich 1999 mit einer Arbeit über die Lyrik von Andrei Woznesiensky bei Wolf Schmidt und dem uns allen, denke ich, bekannten Raoul Eschelmann promoviert. Daraufhin hat sie das Journalistenbüro Texte und Töne gegründet, mitbegründet und arbeitet seit den frühen 90er Jahren eben mit einem Osteuropa-Fokus. Ihre Reportagen laufen in den Bereichen Hintergrund oder Gesichter Europas im Deutschlandfunk, sind aber eben auch auf allen anderen großen Rundfunkanstalten in Deutschland vertreten. Zwischen 2012 und 2017 hat Frau Dornblüt als Auslandskorrespondentin des Deutschlandfunk in Moskau gearbeitet. 2001 ist ihr der Prix Europe verliehen worden des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission für die beste Reportage des Jahres. Darüber hinaus engagiert sich Frau Dornblüt im Journalistenverband Berlin-Brandenburg und im internationalen Journalistenkolleg der Freien Universität Berlin. Frau Dornblüt, wir freuen uns, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ja, bin gerne hier. Hallo auch nochmal an alle, denen ich noch nicht persönlich guten Tag gesagt habe. Frau Dornblüt, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Sie haben in einer sehr bewegten Zeit das Studium aufgenommen, einer Umbruchphase in ganz Europa. Und eine konkrete Frage wäre natürlich zunächst, was führte Sie Richtung Osteuropa, Richtung Slawistik? Hatte dies mit den politischen Ereignissen zu tun oder gibt es andere Gründe? Sehr breit gefächert von allem, was dabei. Also das Lustigste vielleicht und Unerwartetste ist, ich mochte den Französischlehrer nicht. Ich musste eine dritte Fremdsprache oder wollte eine dritte Fremdsprache wählen und da kam eigentlich logisch, so wie meine Eltern sich das gedacht hatten, nach Latein als Grundlage, um besser romanische Sprachen lernen zu können, wäre dann Französisch dran gewesen. Aber bei dem Französischlehrer sind schon meine beiden älteren Geschwister unrühmlich gescheitert. Und da dachte ich, ehe ich in Sippenhaft komme, gucke ich doch mal, was es noch gibt. Und es gab eben noch Russisch. Aber das war nicht der einzige Grund. Ich war einfach neugierig, was anderes zu machen. Das habe ich immer schon gerne gemacht und mache ich auch heute. Wenn eine Mehrheit oder eine große Gruppe in eine Richtung geht, dann gehe ich meistens lieber in die andere. Und außerdem gab es eine Studienreise nach Moskau und Leningrad für eine Woche nur damals, noch 85. Also, und Gorbatschow war damals gerade noch nicht im Amt, aber das entwickelte sich dann so. Meine Eltern haben damals schon immer gescherzt, ich würde dann Gorbis Übersetzerin werden. Naja, da habe ich eigentlich hat mir großen Spaß gemacht, in der Schule Russisch zu lernen, aber das Resultat war dann, als ich an der Uni mich habe einstufen lassen, doch recht ernüchternd. Ich habe den Sommer über natürlich überhaupt nicht mich um Russisch gekümmert und musste dann unerwartet einen Einstufungstest absolvieren und kam, obwohl ich 5 Jahre Russisch gehabt hatte, ins zweite Semester. Und auch dort hatte ich echt Lücken, vor allen Dingen die Aussprache. Und dann habe ich aber mit großer Begeisterung Russisch weiter studiert und
schon noch mit dem Gedanken, was mache ich denn damit? Und dann Journalistik hat mich eben auch interessiert. Und in Hamburg gab es einen, und gibt es, glaube ich, immer noch einen Teilstudiengang Journalistik. Ja, so kam es. Und die Verbindung aus beidem, war die im Studium dann auch schon recht schnell klar? Also konnten Sie das vielleicht in den ersten Studienarbeiten schon miteinander in Beziehung setzen? Ich habe das immer versucht, aber das war recht bescheiden. Also dieses Studium in Hamburg hatte mehrere verpflichtende Berufspraktika während des Studiums. Und daraus hat sich freie Mitarbeit ergeben. Also es war schon damals, und wenn wir darüber reden, Berufschancen und wie kommt man in den Journalismus, dann würde ich das auch heute jedem raten, also schon während des Studiums, also alles daran zu geben, Praktika zu machen, und aber nicht immer nur Praktika, sondern irgendwann auch freie Mitarbeit und sich bezahlen zu lassen. bei meinem allerersten Praktikum in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in der Bezirksredaktion, ergab sich die Möglichkeit, das ist tatsächlich eine meiner, also ich glaube die erste größere Geschichte, der erste Termin, auf den ich eigenständig gegangen bin, war eine Aussiedlerfamilie aus Kirgisistan. Das war ja damals noch Ende der 80er, Anfang der 90er, da war das für die Russlanddeutschen, die kamen, noch eine andere Situation, die wurden relativ offen aufgenommen und fanden Arbeit, und diese Familie hatte einen Küsterjob da in der evangelischen Gemeinde bekommen, und die habe ich porträtiert, und da konnte ich ja auch sogar ein bisschen Russisch anwenden, war ganz begeistert. Aber natürlich habe ich dann lange, also ich habe schon immer parallel journalistisch gearbeitet, aber und habe immer versucht, irgendwas zu machen, was mit Russland zu tun hatte, aber ich habe erstmal ganz viel gemacht, was mir in die Hände fiel und was ich gefunden habe und untergekriegt habe. Haben sich dann aber trotzdem entschieden, doch noch den akademischen Weg weiterzugehen. Die Promotion schlossen Sie dann an, oder war da eine Arbeitsphase dazwischen? Und ja, da ist der eben zitierte Raoul Eschelmann ein bisschen dran schuld, bei dem ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, und der mich motivierte, doch das fortzusetzen. Ich habe das geschrieben in einem Bereich, an dem auch er damals gearbeitet hat und gerade seine Habilschrift verfasste. Das ging eben um die 50er und 60er Jahre Literatur in der Sowjetunion, und seine These war eigentlich, dass ich da auch schon in dem geschlossenen System wie der Sowjetunion, wie es uns schien, aus dem Westen sowas wie eine Postmoderne entwickelt hat, mit ganz ähnlichen Strömungen wie eben auch in den Staaten und im Westen. Und da passte meine Magisterarbeit mit Andrei Wasnesensky ganz gut rein, und dann habe ich tatsächlich mich dazu entschieden, aber schon mit dem Hintergedanken, dass ich parallel weiter journalistisch arbeite, was ich eben auch schon im Studium gemacht hatte. Und das war so eine Entscheidung, von der ich nicht sicher bin, dass ich sie nochmal fällen würde. Also das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich schwer zu vereinbaren, seine wissenschaftliche Arbeit mit dann so einer sehr praktischen und auch sehr pragmatischen und sehr spontanen Arbeit wie Journalismus. Wenn dann jemand anruft und man ist aber gerade dabei, irgendwie das Reimschema des Gedichts über den New Yorker Flughafen auszuzählen, und dann kommt irgendwie sowas, das war wirklich einmal so, hallo, hier ist Christoph Schlingensief, ich wollte mal fragen, was Sie so machen. Also Christoph Schlingensief war damals das Enfant terrible der Volksbühne in Berlin. Leider viel zu früh gestorben, und mein damaliger Freund und Mann jetzt und auch Partner, wir haben damals schon viel zusammengearbeitet, und wir haben damals viel über Schlingensief gemacht, und ich habe dann völlig, also Mann, Schlingensief ruft an, ja, als ich dann meinem Mann das abends gesagt habe, der gedacht, ich bin, also war echt sauer, und ich hab den echt abgewimmelt, und er hat mich wieder angerufen. Und ich saß da mit meinem blöden Versschema. also ich habe es dann auch irgendwann gemerkt, dass mir Journalismus mehr Spaß macht als die Wissenschaft, und habe dann relativ pragmatisch die Diss zu Ende gebracht. Aber bei mir war es auch so, ich hatte nicht so ein schönes Graduiertenkolleg wie Sie, sondern ich bin nach Berlin gezogen, habe in Hamburg promoviert, aber mein Betreuer Raoul Eschelmann ging inzwischen nach Süddeutschland, und das war alles also sehr auf Distanz, und ich war da ziemlich auf mich gestellt. Und
ja, das hat auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt schreibst du das zu Ende und gut ist. Parallel haben Sie dann, oder in dieser Phase haben Sie dann auch das Journalistenbüro Text und Töne gegründet. Ja, also das war so, dass, wie ich eben schon sagte, also ich habe meinen Mann halt während des Studiums kennengelernt und der arbeitete damals auch schon als Journalist und wir haben uns da eigentlich zu zweit so eine Nische gebaut. Also er hat Politik studiert und sich sehr für den Osten interessiert, konnte aber kein Russisch und ich konnte Russisch. Und dann sind wir Anfang der 90er Jahre schon gemeinsam auf Recherchereisen in den Osten gefahren. Und damals war das so, dass alles, was aus Russland kam, neu war. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal allein da war, habe ich einfach ein Aufnahmegerät mitgenommen und gedacht, irgendwas mache ich. Da war ich in einer anderen Sache nur ein Wochenende da und in der Straße, in der ich wohnte, war ein Altenheim. Und dann bin ich in ein Altenheim gegangen und habe mich da umgehört. Und damals war das auch so in Russland, dass man in all diese Gebäude, kann man heute überhaupt nicht mehr, ohne Drehkreuz und ohne Pförtner einfach reinkam und alle waren irgendwie offen. Und ich habe dann mit Leuten geredet und bin es sofort beim NDR losgeworden. Und alle sagten, Mann, das ist ja interessant. Wir haben noch nie gehört, wie alte Leute so da leben. Und dann sind wir bald auch zusammengefahren und haben politische Geschichten gemacht, aber immer so, um das Geld zu verdienen, um nebenbei eben die Uni erst zu Ende zu kriegen und dann eben meine Doktorarbeit. Und nach dem Examen sind wir aber von Hamburg nach Berlin gezogen, genau. Und das Büro war damals im Wesentlichen, das waren wir beide. Wir haben dann gesagt, wir müssen uns irgendwie ein Label geben, um als freie Journalisten ist das immer so, ich weiß nicht, wer von Ihnen arbeitet, von Ihnen jemand im Journalismus? Und jetzt nicht so viele. Also, wenn man frei arbeitet und man ruft irgendwo an bei Behörden oder so, muss man sich ja vorstellen. Und wenn man sagt, ich bin sowieso, ich heiße Gesine Dornblüt und ich möchte das gerne für den und den anbieten, für Deutschlandradio oder sonst wen, das ist schon mal Autoritätsverlust und schlecht und zeigt auch nicht unbedingt, dass man signalisiert nicht, dass man sofort eine ganz ernstzunehmende Antwort bekommen sollte. Und vor allen Dingen, das war der Grund, die Außenwirkung, dass wir uns einen Namen gegeben haben. Okay. Wie würden Sie denn, Sie haben gesagt, dass es in den 90ern einfach einen Seltenheitswert hatte, dass Berichterstattung aus dem Raum stattgefunden hat. Wie würden Sie das heute einschätzen? Also welches Standing haben Sie mit Ihrem Regionalschwerpunkt, der sicherlich ja nicht nur auf Russland beschränkt ist, sondern in der Gesamtregion, in der Großregion liegt. Aber hat es heute noch diesen Seltenheitswert? Können Sie heute genauso noch mit einem Wow beim MDR rechnen? Nein, also ganz klar nicht. Es hat sich, also es gibt viel mehr Journalisten, die sich in Osteuropa auskennen. Es gibt auch diverse Netzwerke, die das unterstützen. Ich würde sagen, es gibt immer noch zu wenig Leute, die sich wirklich auskennen und es gibt vor allen Dingen zu wenig Mittel, um tiefgründige Recherchen in Osteuropa zu ermöglichen. Das betrifft aber nicht nur Osteuropa, sondern den Journalismus insgesamt. Wir haben einfach heute eine Situation, in der ja die Tageszeitungen überhaupt ums Überleben kämpfen, in der die Auslandsteile immer kleiner werden, in den öffentlich-rechtlichen Medien muss gespart werden und es wird an Autoren gespart, an Programm gespart, da in erster Linie an den Schwächsten, nämlich an den freien Autoren. Und dann kommt es auf die Qualität der Geschichte und des Angebots und auch des Journalisten an, ob er oder sie etwas unterkriegt oder nicht. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich gerade durch meine Zeit als Auslandskorrespondentin für Deutschlandfunk habe ich natürlich ein gewisses Standing. Ich kann Sachen anbieten und dann wissen die Kollegen auch, also wenn ich das anbiete, dann ist das, hat das auch ein gewisses Gewicht. Aber es gibt einfach weniger Sendeplätze und das bekomme ich auch zu spüren. Und dann gibt es andere Themen, die sehr und ich finde teilweise zu sehr in den Vordergrund gestellt werden und viel zu viel Raum einnehmen. Also ständig Trump,
eine Zeit lang ständig AfD in Politik, diese Regierungsbildungsphase in Deutschland, in der einfach in jeder Zeitfunksendung, die eine halbe Stunde ist, erstmal 10 Minuten weg waren für das Thema, das eigentlich aber doch nichts wirklich Neues gebracht hat. Und das schränkt die Sendeplätze enorm ein. Und dann ist es zusätzlich aber auch so, dass eine Rolle spielt, denke ich, dass in den 90er Jahren, als ich angefangen habe, da war eben ein Aufbruch, Sie haben das eingangs gesagt, es war viel in Veränderung, alles brach irgendwie auf, näherte sich an. Wir dachten alle, wir leben jetzt in einem freien Europa, das immer größer wird und auch Russland reformiert sich. Und da war ein gewisser Enthusiasmus, der auch jene, glaube ich, erfasst hat, die nicht unbedingt sich jetzt auf Russland oder Osteuropa spezialisiert hatten. Während es inzwischen eben eine umgekehrte Richtung gibt in Russland, tut sich innenpolitisch jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel. Also es ist recht vorhersehbar seit ein paar Jahren, was da passiert. Und das Interesse bei weiten Teilen der Kollegen, also wie ich es in den Redaktionen erlebe, ist so, ach naja, ist das jetzt wirklich neu und oh, das ist immer alles so negativ. Oder Ukraine auch. Ukraine, wir hatten gerade Georgien. Also das hat mir am besten gefallen eigentlich. Oder missfallen in letzter Zeit. Also auch so ein, ja, ist irgendwie Osteuropa. Nee, wir hatten jetzt schon so viel Georgien wegen der Buchmesse auch und so. Nee, das ist ja fast das Gleiche. Also das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Und also obwohl ich weiterhin gut irgendwie mit Osteuropa beschäftigt bin und das auch weiter perspektivisch so sehe, ist es aber so, dass allgemein der Raum enger wird. Okay. Da möchte ich den ersten Einschnitt machen und gern euch auffordern. Gibt es Fragen, Kommentare? Dann sprecht bitte. Vielleicht dazu direkt, ich hätte jetzt eher gedacht, dass zum Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine, dass das eher so dazu führt, dass mehr Anfragen an Sie kommen oder ja, so mehr Nachfrage an Reportagen da dazu. Oder, aber jetzt meinten Sie gerade, dass es eher generell rückläufig ist? Ja, ich glaube, das war, also jetzt gerade ist zu 5 Jahre Maidan, haben ja eigentlich alle großen Zeitungen nochmal was gemacht. Mhm. Aber es ist eher so dieses unterhalb der Oberfläche, was tut sich da? Also wir haben ja an der Frontlinie wöchentlich Tote, das kommt aber hier in den Medien überhaupt nicht an oder fast gar nicht. Und ich denke, das ist tatsächlich so seit den letzten Jahren, also vielleicht seit zwei bis drei Jahren so eine große Rückläufigkeit gibt, gerade in Bezug auch auf die Ukraine. Und es war so, dass tatsächlich die Berichterstattung, und das interessiert mich auch ein bisschen, wie das bei Ihnen in der Wissenschaft ist. Ich weiß, dass sich da ein bisschen was geändert hat, aber im Journalismus ist es so, dass immer noch sehr viel Moskau und Russland zentriert ist, einfach aus Kostengründen. Also die Korrespondenten, die Festangestellten sitzen in Moskau und die sind da zuständig für das große Russland, aber auch noch für die Ukraine, Weißrussland, den Südkaukasus und Zentralasien. Und wenn es irgendwelche internationalen Themen gibt, bei denen Russland eine Rolle spielt, das hat sich in letzter Zeit eben in den letzten Jahren vermehrt, also Syrien, dann muss man eben von Moskau aus auch noch Syrien kommentieren oder einschätzen und so weiter. Und bei Deutschlandradio war das so, dass nicht wegen des Krieges, der war da noch nicht abzusehen, aber aus anderen organisatorischen Gründen, zu dem Zeitpunkt eine Kollegin nach Warschau geschickt wurde und die bekam in ihre Zuständigkeit zusätzlich zu Polen auch die Ukraine und Weißrussland. Ich war damals gerade Korrespondentin in Moskau und wurde dann diese beiden Länder los. Und das war eigentlich ein Glücksfall, weil dann eben der Krieg ausbrach, also zunächst der Maidan und dann die Krim-Annexion und der Krieg im Donbass. Und da war das sehr, sehr gut, dass wir immer das von zwei Seiten, beziehungsweise zeitweise auch von drei Seiten aus Kiew, von der Krim und aus Moskau beleuchten konnten. Und das war wirklich eine Hochphase, aber das hat extrem nachgelassen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie dann sogar auch auf der Krim waren und auch von dort aus berichtet haben? Oder waren das andere Personen, die dann dort waren?
Während der Krim-Annexion war ein Kollege dort, der als freier Journalist und Reporter in der Ukraine unterwegs war, inzwischen fest in Polen ist und eben auch für die Ukraine zuständig ist. Ich war auf der Krim früher schon mal einfach als Reporterin und seit der Annexion war ich im ersten Sommer 2014 noch von Moskau aus. Das war bevor die Ukraine dieses Gesetz erlassen hat, dass es unter Strafe stellt, eben von dort einzureisen. Dann war ich ein Jahr später nochmal, um zu gucken, was sich genau ein Jahr nach der Annexion, um zu gucken, was sich verändert hat. Da bin ich auch von Kertsch aus eingereist. Das ging auch noch, das war auch noch vor dem Gesetz. Und dann war ich jetzt im letzten Herbst von Kiew aus auf der Krim. Daran anschließend nochmal die Frage nach diesem Gesetz, ob das mal anders gesagt, ist es überhaupt möglich gewesen für Journalisten da auch leicht reinzukommen oder über die ukrainische Grenze dann auf die Krim zu gehen, weil das, was man so gehört hat und das, was man auch gehört hat in der Ukraine, dass man eigentlich da auch gar keine Durchlasserlaubnisse von Seiten des Staates gekriegt hat. Also dadurch wird ja auch der Journalismus extrem erschwert, wenn dann solche Staaten dann, wenn das eine unter Strafe gestellt ist für, ja. Und das andere dann auch nicht erlassen, also nicht erlaubt wird. Es geht, aber es ist schwierig. Also man braucht eben, um jetzt als deutsche Journalistin auf die Krim zu fahren, braucht man zunächst mal von russischer Seite ein russisches Visum und eine russische Akkreditierung. Das ist relativ aufwendig, aber es geht, aber es dauert einfach. Man muss auch vorher nach Moskau, um das abzuholen. Und dann braucht man von ukrainischer Seite eine Sonderakkreditierung für die ehemalige ATO, also die konterterroristische Operation. Jetzt heißt es anders, aber Papier braucht man trotzdem noch, eine Sondergenehmigung, dass man in der Region journalistisch arbeitet, auch wenn man da kein einziges Interview macht, aber man muss da trotzdem erstmal ja durch, über Cherson und so weiter bis zur administrativen Grenze. Und man braucht diese Sondergenehmigung, die braucht man gar nicht, aber man braucht, oder glaube ich nicht, aber man braucht eine Sondergenehmigung aus Kiew, dass man die Ukraine von ukrainischem Zentralgebiet aus, von ukrainischem Festland aus, die Krim bereisen darf. Die kriegt man auch, aber auch das dauert ein bisschen. Und man muss eben, muss man auch in Kiew persönlich abholen. Und dann, nachdem man in Moskau war und in Kiew war, irgendwie weiter da, die Ukraine ist ja furchtbar groß. Also wir haben das mit dem Nachtzug dann gemacht nach Cherson und dann noch weiter bis zur Grenze. Dann der Grenzübertritt hat 4 Stunden gedauert, das meiste davon 2 Stunden russische Behörden inklusive Verhör vom Geheimdienst. Und dann fährt man nochmal 3 Stunden oder so bis Simferopol. Also es ist unglaublich mühsam. Und ich finde, dass sich die ukrainischen Behörden damit keinen Gefallen tun, weder mit dieser Sondergenehmigung für die Krim, noch mit dem, was ich eingangs erwähnte, da habe ich mich auch drüber geärgert, deswegen habe ich das mit erwähnt, also diese Sondergenehmigung für Recherchen im Osten der Ukraine, nicht in den Separatistengebieten, sondern in dem ukrainisch kontrollierten Gebiet. Weil es Recherchen erschwert und weil die Ukrainer sich doch eigentlich, die müssten doch ein Interesse daran haben, dass über die Krim berichtet wird. Denn die Menschenrechtsverletzungen dort sind eklatant. Und jetzt gerade kürzlich war eine britische Kollegin von mir dort und hat nochmal erzählt, wie undurchsichtig alles ist. Man kriegt keine offiziellen oder kaum offizielle Termine. Es gab da so ein wahrscheinlich Chemieunglück im Norden der Krim. Sie hat versucht, da was rauszukriegen und es wird wirklich wie zu finstersten Sowjetzeiten vertuscht und verheimlicht. Und da müsste es eigentlich im Interesse der Ukraine sein und der Regierung in Kiew sein, dass so viele Journalisten wie möglich, unabhängige Journalisten wie möglich dahin fahren. Welches Standing haben denn deutsche Journalisten oder die deutsche Presse im Allgemeinen in Russland? Also wenn sie Interviews führen mit Wirtschaftsvertretern, mit Politikern etc., wird ihnen da noch Vertrauen entgegengebracht, dass sie da ausgewogen berichten und hat sich das Standing vielleicht auch in den letzten Jahren verändert? Absolut, es hat sich total verändert, zum Negativen.
Es ist so, dass also die deutsche Gruppe deutschsprachige Journalisten in Moskau ist eine der größten nach wie vor. Es ist unglaublich schwierig, Gespräche, Interviews mit Politikern und Regierungsmitgliedern in Moskau zu bekommen. Da spielt nicht nur die Rolle, dass wir Ausländer sind und vielleicht auch aus Deutschland sind oder aus der EU oder Westeuropa insgesamt, sondern das Medium spielt noch eine Rolle. Also Zeitungen und Radio werden von den Russen nach wie vor einfach nicht wirklich ernst genommen, sondern nur Fernsehen. Das hat man ja in vielen Ländern, das ist, glaube ich, in den Staaten noch nicht anders. Und dann ist es so vermehrt in den Regionen, dass es unglaublich schwierig ist, Gespräche und Termine mit Regierungsvertretern zu bekommen. Das ist, hat sich wirklich enorm verschlechtert in den letzten Jahren, auch während ich als Korrespondentin dort war. Dabei hat sich die Pressearbeit und Pressebetreuung unglaublich professionalisiert. Also es geht alles auf Zuruf. Also man muss dann zwar schriftliche Anfragen stellen, aber man trifft da auf Menschen, die unglaublich nett sind und sagen, ja, sicher, wir haben alles gekriegt und vielen Dank, unglaublich interessant, ja, und Valerij Sergejewitsch trifft sie unbedingt, wir wissen nur noch nicht wann. Wann sind sie denn da? Und wenn man dann den Fehler macht und sagt, man ist bis zum 17. da, dann kommt die Zusage für den 17. nachmittags und wird eine halbe Stunde vorher abgesagt. Das ist mir wirklich mehrfach passiert. Und ich glaube, das liegt einerseits an einer Skepsis gegenüber westlichen Medienvertretern, andererseits aber auch daran, dass die Leute Angst haben, was Falsches zu sagen und Fehler zu machen. Und dann, dass sie anschließend Ärger bekommen aus Moskau oder von ihren Vorgesetzten. Und was sich aber auch geändert hat, das ist die Bereitschaft von ganz normalen Menschen mit westlichen Journalisten zu reden. Also während früher, vor 2014, mir immer gesagt wurde, oh, sie sind aus Deutschland und toll, gab es dann erstmal ungefragte Vorträge von Taxifahrern, weswegen in Deutschland alles furchtbar ist und in Gay-Europa und warum wir von den Muslimen überrannt werden und unsere westliche Kultur und Goethe und Schiller ohne Not dem muslimischen Überfall anheimgeben und solche Sachen. Und bei Interviews war es so, dass die Leute zurückgeschreckt sind, teilweise, gerade auf der Krim, mir gesagt haben, also ein Ehepaar zum Beispiel, warum sollen wir ihnen denn jetzt antworten? Sie schreiben doch sowieso, was sie wollen. Und sie haben doch eine Aufgabe bekommen von ihrem Redakteur, sie müssen das und das mitbringen und sie schreiben doch sowieso nicht das, was wir ihnen jetzt sagen. Und dann habe ich aber mit denen, also geduldig, mit ihnen geredet und kam dann ins Gespräch. Mittendrin unterbrach sich der Mann und sagte, wir sprechen ja jetzt Russisch, wer übersetzt das denn? Na ich, ja, sie übersetzen das doch dann bestimmt so, wie ihnen das passt. Und solche Sachen, also das hab ich früher nie gehabt, ist mir nie begegnet. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an der Skepsis gegenüber dem Westen und dem ständiger anti-westlicher Propaganda im russischen Fernsehen, sondern auch daran, dass die Leute auch aus ihrem eigenen Land gar keine zuverlässigen Medien und Journalisten kennen. Also die sagen ja teilweise auch, also unsere Medien lügen, das wissen wir, aber sie lügen ja auch. Ja, und das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe aber den Eindruck, dass es sich ein ganz bisschen verbessert hat. Also dass insgesamt so diese Krimnasch und anti-westliche Stimmung sich ein bisschen gelegt hat und man wieder so ein bisschen ruhiger zumindest feststellen kann, dass man unterschiedliche Positionen vertritt, aber es hat nicht mehr dieses hochemotionale, angriffslustige. Ich würde gerne auf zwei Sachen gerne eingehen, die Sie angesprochen haben. Das eine ist das Verhältnis von Journalismus und Wissenschaft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man eine Doktorarbeit schreibt und dann journalistisch arbeiten möchte, dass es ein hinderliches Verhältnis ist. Ich beobachte umgekehrt, dass also für das umgekehrte Verhältnis es durchaus förderlich ist, wenn man in die Wissenschaft gehen will,
dass man journalistische Arbeitserfahrungen hat. Also das hängt einmal mit einer gewissen Liebe zum Text zusammen, dann auch damit, dass man in einer bestimmten Zeit Aufgaben erledigen kann und eine gewisse Neugier auch entwickelt oder geschult wird. Also jedenfalls gibt es viele Fälle, wo ich das beobachtet habe, dass journalistische Praktika oder auch ein Volontariat dann für eine wissenschaftliche Karriere sehr hilfreich waren. Und dann hatten Sie ja noch die Frage angesprochen, wie verändern sich in der Wissenschaft eigentlich die Aufmerksamkeiten innerhalb des östlichen Europa? Und da scheint es mir auch so zu sein, also dass es eine eingeschliffene Aufmerksamkeitsstruktur nach Russland, nach Moskau hin gibt, die auch institutionell sehr stark unterstützt wird. Es gibt zum Beispiel ein deutsches historisches Institut in Moskau. Unsere Bemühungen, was Entsprechendes in Kiew zu gründen, sind aber dann gerade mit Rücksicht auf Moskau erstmal weit zurückgestellt worden, weil die Befürchtung bestand, wenn man sowas in Kiew aufbaut, dann wird es in Moskau geschlossen. Und das Problem ist aus meiner Sicht, also dass wohl eine Aufmerksamkeit für Polen gibt und auch entsprechende Lehrstühle inzwischen, aber dass der gesamte Zwischenraum, den man natürlich nicht als Zwischenraum bezeichnen sollte, also Belarus, Ukraine und dann aber auch nach Süden hin, Rumänien beispielsweise, viel zu wenig beleuchtet werden, auch in der Geschichtswissenschaft. Mhm. Ja, erstmal zu dem ersten Punkt mit dem Journalismus und Wissenschaft. Ich glaube, da hat sich einfach sehr viel verändert in den letzten 20 Jahren. Mhm. Also ich bin ja... wann habe ich promoviert? ja, also damals in Hamburg war das bei uns so, das hing schon auch von den Professoren ab. Also es gab Anne-Lore Engel, die immer offen und aufgeschlossen war. Die ist inzwischen emeritiert, die ging dann nach Kiel und die... ja, die immer alle ja, ermutigt hat und ermuntert hat und überhaupt in den Forschungen auch einen Lebensbezug hatte. Und dann gab es eben andere Professoren, die rein strukturalistisch nach Herrn Lottmann die Texte analysiert haben und der Dichter interessiert uns nicht. Und auch in meiner Dissertation tatsächlich. Also es war dann irgendwann mal Wasniesienski, während der lebte damals noch, der war, während ich an seinen Gedichten herum... doktorte oder analysierte, war erschien Herr Wasniesienski in der Akademie in Berlin und hielt einen Vortrag. Und ich war erstmal total konsterniert, weil ich dachte, um Gottes Willen, was frage ich denn den? Also über ihn selber, der war für mich so ausgeklammert. Und das war einfach bei uns damals in der Slawistik in Hamburg so die Schule. Ne? Und... ja, da hat sich ja unheimlich viel geändert tatsächlich. Und ich glaube, wenn man jetzt einen Forschungsgegenstand hat, der eben ein bisschen dichter an der, sag ich mal, also politischen Agenda oder am Zeitgeist ist, dann kann man natürlich da Synergien schaffen und nutzen und sicher davon profitieren. Und ja, was die Aufmerksamkeit für die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken anbetrifft, da ist es bei mir auch so, also da auch ein kurzer Schwenk eben in mein Studium. Ich war wirklich bass erstaunt, als ich mich um ein Stipendium für Osteuropa bewarb als Journalistin und dann aus verschiedenen Gründen schien mir Georgien attraktiv. Und ich stellte fest, Mensch, die sprechen ja wirklich eine ganz andere Sprache. Und ich habe mich auch gefragt, wie konnte mir das entgehen? Aber ich glaube, es war wirklich bei uns kein Thema. Also es wurde im Linguistik-Einführungsseminar vielleicht mal erwähnt, dass es da noch Ukrainisch gibt, aber es gab eher, also es gibt die Südslawinen und die West und die Ost und dann haben wir auswendig gelernt, wozu jetzt Bulgarisch und Kroatisch und Serbisch gehört und dann hatten alle irgendwie dann auch bald mit dem Balkankrieg zu tun und so. Aber Ukrainisch habe ich abgespeichert, ich weiß jetzt nicht, wem ich die Schuld geben soll, vielleicht durchaus war ich da auch selber schuld. Aber Ukrainisch war bei mir so eine Art russischer Dialekt, Punkt. Und wenn das schon mir so gegangen ist,
dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass in der Bevölkerung, die sich überhaupt nicht damit befasst, mit Osteuropa auch bis heute vielleicht teilweise einige, auch Leute, die sich damit befassen, haben immer noch nicht verstanden, dass die Ukrainer einen eigenen Staat haben und eine eigene Sprache und Kultur. Und was das Journalistische angeht, ist es so, dass, also um auch nochmal auf Ihre Frage, Aufmerksamkeit für die Ukraine zurückzukommen, ist natürlich auch so, dass es institutionell auch angelegt ist. Also entweder Berichterstattung aus Moskau, da ist jetzt auch, ja, ich habe es geschildert, wie viel man da zu tun hat, also die Möglichkeiten dann nochmal nach Kiew zu fahren und da länger zu recherchieren, die sind zeitlich und auch was Geld anbetrifft begrenzt. Reisen sind also zum Beispiel auch beim Fernsehen, Recherchereisen sind immer unheimlich teuer, weil die eben auch immer mit Team fahren und da ist noch ein Tonmann dabei und ein Producer und das kostet sehr viel Geld. Und andererseits diejenigen Medien, die das von Warschau aus betreuen, also wissen selber, was in Polen los ist. Also der Kollege Florian Kellermann kommt nicht oft dazu, in die Ukraine zu fahren. In den meisten Redaktionen gibt es so ein gewisses Korrespondentenkarussell, dass man nicht allzu viele Jahre an einem Ort verbringt, aus dem Grund, dass man halt nicht zu sehr verhaftet ist an dem Ort und so den Blick von außen verliert. Beobachten Sie das an sich auch manchmal und wie gehen Sie damit um? Ja, das gibt es, also tatsächlich ist die Regel beim Öffentlich-Rechtlichen, dass man meistens 5 Jahre da, also erst 2 Jahre, dann kann man aber verlängern und 3 Jahre. Ich war auch 5 Jahre da. Und diese Regelung, die festen Korrespondenten auszuwechseln alle paar Jahre, die ist schon begründet, finde ich. Also natürlich ist es gut, wenn man da Leute hat, die sich wirklich gut auskennen und Dinge einordnen können und auch Bögen ziehen können zu früheren Zeiten und Perioden. Andererseits ist es so, dass es... man muss sich schon motivieren über die 5. Pressekonferenz von Wladimir Putin, die Jahrespressekonferenz. Oder auch die Fernsehsprechstunde ist, oder das 5. Mal Tag des Sieges oder so Dinge, die immer wieder kommen. Da gehen, glaube ich, Kollegen, die neu kommen, dann mit mehr Neugierde dran und das ist auch dann gut für das Ergebnis und die Berichterstattung. Man hat dann einfach nochmal auch Korrespondenten entwickeln, bestimmte Steckenpferde, dann hört man immer irgendwie ganz viel über eine bestimmte Thematik und insofern ist das, glaube ich, im Sinne der Programmvielfalt gut. Und dann hatte das natürlich auch früher einen ganz pragmatischen Grund. Die Leute waren alle lebenslang festangestellt und kamen aus der Redaktion auf einen bestimmten Platz und sollten dann irgendwie nochmal reintegrierbar sein in die Redaktionsarbeiten. Und wenn jemand da gerade in Moskau so lange rumturnt mit relativ viel Freiheiten, dann ist es schwierig. Und ich kenne das von Kollegen, die jetzt wirklich am Stück 18 Jahre da sind, die finden sich nicht mehr wirklich gut zurecht im deutschen Alltag. Einer jetzt gerade, der hat beschlossen, dass er da bleibt, nach der Verrentung. Und bei mir ist es so, dass ich bin dann auch am Stück wirklich in Moskau, war ich ja nur diese 5 Jahre und danach brauchte ich wirklich auch eine Pause, weil diese 5 Jahre sehr, sehr anstrengend waren und auch eine sehr, ich würde mal sagen, tendenziell negative Tendenz hatten. Also ich bin ja, habe mich ja für Russland interessiert in dieser Aufbruchphase, von der ich vorhin gesprochen habe und es ist ja in gewisser Weise rückwärts gegangen in letzter Zeit und ja, da war ich ganz froh, nach 5 Jahren auch wieder so ein bisschen auftanken zu können in Berlin und insgesamt ist es so, dass ich mir eigentlich immer wieder Themen suche, die ich interessant finde und ich finde es halt nach wie vor super spannend, Leute zu treffen und mit denen zu reden und mir ihre Geschichten erzählen zu lassen. Und die Geschichten letztendlich sind doch immer wieder individuell und wenn man die Leute öffnet und sie gut erzählen, dann finde ich es nach wie vor sehr befriedigend und finde das, ja, bin sehr zufrieden damit.
Sie hatten gesagt, dass es für Sie zum Beispiel eine Überraschung war, dass in der Ukraine ukrainisch gesprochen wird. Das ist jetzt natürlich global gesehen keine neue Erkenntnis, sondern sehr individuelle. Und wir haben sozusagen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft ja unglaubliches Tiefenwissen, dass wir, bei dem wir Schwierigkeiten haben, es irgendwie zu vermitteln. Und können Sie vielleicht aus einer journalistischen Perspektive sagen, welche Möglichkeiten, Perspektiven Sie sehen würden, dass eben dieser doch sehr spezialisierte Diskurs, den wir führen, an so ein breiteres Publikum herangetragen wird. Also ist es, abgesehen natürlich von der monographischen Publikation, die kein Mensch, wenn sie nicht gerade von CH Beck bearbeitet wurde, lesen wird, von irgendeiner Dissertation oder so. Fehlt es uns an Formaten? Also glauben Sie, dass man vielleicht vom Journalismus auch was in die Wissenschaft holen könnte oder sollte, damit wir Formate finden, denen wir eine breitere Bevölkerungsschicht mit eben runtergebrochenen Expertenwissen versorgen können, weil es ja auch ein Öffentlichkeitsauftrag ist. Ja, klar. Also da tut sich ja relativ viel. Ich hatte jetzt gerade mit mehreren Osteuropa-Instituten zu tun und die haben ja auch den Auftrag, ihr Wissen breiter zu streuen. Und ich glaube, es wäre wirklich schon viel getan, wenn die Wissenschaft, das ist jetzt verallgemeinernd, ne, klar, wenn die Wissenschaft sich in ihren Kommunikationswegen verändern und öffnen würde und stärker auf die Bedürfnisse des Mediensystems und von Journalisten eingehen würde. Also es geht konkret um Pressemitteilungen, die sind einfach oft unlesbar. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Journalisten eine Flut von Informationen bekommen. Und also ich lösche täglich, glaube 98 von 100 Mails unbesehen. Und das ist wahrscheinlich noch wenig. Also die Pressestellen, ich stelle immer wieder fest, dass es in der Gesellschaft, und da ist sicherlich, sind da Geisteswissenschaftler auch nicht ausgeschlossen, mangelt an Wissen darüber, wie Medien funktionieren. Das geht bis dahin, ich glaube auch, dass Schüler und Jugendliche heute mehr Medienpädagogik und Medienerziehung brauchen. Das ist aber nochmal ein anderes Feld. Aber jetzt, wenn man einfach nur für die Frage stellt, wie komme ich mit, ich habe hier was, das will ich in die Presse bringen, wie mache ich das? Da hängt es davon ab, wie verfassen Sie die Pressemitteilung so, dass sie verständlich ist und dass auch jemand, der eigentlich jetzt gerade nicht was lesen will, das trotzdem liest. Wann schicke ich das? Zu welchem Zeitpunkt? Also bestimmt nicht abends um 5, wo überall Redaktionsschluss ist. Und auch nicht freitags. Wem schicke ich das? Also ein guter Tipp ist, sich Journalisten rauszusuchen, die Ihnen vielleicht aufgefallen sind, die einen Sinn haben könnten für ihr Thema, die vielleicht sich spezialisiert haben auf was Bestimmtes. Und eigentlich sind ja alle inzwischen über soziale Netzwerke irgendwie auffindbar. Und in den großen Medienhäusern sind auch die E-Mail-Adressen alle standardisiert. Also, oder Sie müssen einfach in der Zentrale anrufen und da mal fragen, wie komme ich denn zu dem und dem? Ich möchte dem gerne die und die Mitteilung schicken. Also das sind so die ganz einfachen handwerklichen Tipps, die ich geben würde. Was Darstellungsformen angeht, ich glaube, die Möglichkeiten, dass Journalisten, dass Wissenschaftler selbst journalistisch schreiben und in einem journalistischen Medium veröffentlichen, die sind, glaube ich, relativ begrenzt. Also jetzt jedenfalls in den klassischen Medien. Insofern ist es eher sinnvoll, sich da an einen Journalisten zu wenden, der das dann aufschreibt. Denke ich. Ja, das wäre das, was mir spontan einfiele. Hätten Sie dann, als kurze Nachfrage, noch ein Positivbeispiel? Also zwei von den 100 Mails haben Sie ja scheinbar gelesen. nicht gelöscht. Also gibt es eine Institution beispielsweise, wo Sie sagen, die machen was gut, das ist eine Speerspitze. Also ich bin zum Beispiel im Verteiler des Zeus, Zentrum für Osteuropa, kennen Sie alle, ne? Also die Zentrum für Osteuropa und internationale Studien.
Da gibt es aber auch einfach einen subjektiven Faktor. Also ich bin auch in Berlin, ich gehe zu deren Veranstaltungen, ich bin da auch, habe da schon eine Veranstaltung moderiert und natürlich gibt es da so einen Filter, da gucke ich eher mal hin. Und die verteilen, die schreiben zu aktuellen politischen Ereignissen, also jetzt 5 Jahre Maidan, zwei Absätze, kurz irgendwie ein Statement von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Instituts. Wie oft das veröffentlicht wird und benutzt wird, keine Ahnung, ich hatte jetzt dafür keine Verwendung, aber ja, zu Terminen. Ich bin zum Beispiel, die haben jemanden, Regina Elsner, die ist Theologin und sehr spezialisiert auf Orthodoxie und ist natürlich jetzt wegen des Kirchenstreits total gefragt. Und ich habe für den Hessischen Rundfunk, der macht jetzt so ein Funkkolleg, eine Reihe von halbstündigen Features über Religion, Macht, Politik heißt das. Also über verschiedene Themen zum Zusammenhang Macht und Religion, Politik und Religion in unterschiedlichen Ländern. Und da habe ich für die eine halbe Stunde über Russland gemacht, der Patriarch und Putin. Und da fiel mir gerade zum richtigen Zeitpunkt eine Pressemitteilung in die Hände, dass sie ihre Dissertation oder ich weiß nicht mehr was für eine Publikation vorstellt. Und dann habe ich mit ihr auch extra einen Interviewtermin vereinbart. Ich glaube, da sind viele Zufälle dabei. Aber ich glaube, dass man, ja, das ist wahrscheinlich mühsam. Man muss tatsächlich da Kontakte aufbauen zu Leuten, die sich interessieren. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie auch moderieren und auch angefragt werden. Man entwickelt sich ja auch, vor allem, wenn man 5 Jahre dann in einem Land verbracht hat, auch zu einer Expertin. Mhm. Wie viel macht das dann letztendlich von Ihrem Job als Journalistin aus? Also wie viel gehen Sie wirklich auf Veranstaltungen, übernehmen dann Moderationsaufgaben oder werden irgendwie auch vielleicht zu Talkshows eingeladen oder zu solchen Veranstaltungen wie hier? Wie vielfältig wird es, wenn man auch diesen Fokus Osteuropa mit Journalismus verbindet? Also das wird immer mehr und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich diese 5 Jahre in Moskau war und da medial sehr präsent war. Also sie haben mich auch danach angeschrieben, glaube ich. Ja. Und das sind jetzt, also die Sachen, bei denen ich moderiere oder auf Podien sitze, das weniger als 10%, glaube ich. Und zu Veranstaltungen gehen und mir was anhören, also das kann man in Berlin eigentlich jeden Tag. Und manchmal kann man auch zu 2 Veranstaltungen gehen, wenn man will. Das schaffe ich überhaupt nicht. Und ich würde gern häufiger gehen, aber es ist jetzt oft, das ist meistens Hintergrundwissen. Es ist selten, dass ich da, selten, dass ich direkt über die Veranstaltung berichte. Das ist sowieso eine Art von Journalismus, die eher... Ja, so eher gerade, so, das ist ja auch so ein bisschen unsexy. Man erzählt es lieber selber, dann das sind keine Geschichten, die man da erzählt, sondern so Veranstaltungsberichterstattung, ja, das ist vielleicht, es gibt ja so eine Sendung aus Sozial- und Geisteswissenschaften, vielleicht kommt da nochmal sowas vor, aber oft wird dann auch, sind wir gehalten, dann als Reporter das losgelöst von der Veranstaltung und zeitlos zu machen, damit man es auch schieben kann und nicht unbedingt an dem Tag berichtet, weil ja nichts langweiliger ist als das von gestern. Ja, und insofern sehe ich so diese, gehe ich zu Veranstaltungen eher, um Ideen zu kriegen und um Hintergrundwissen mir anzusammeln. Und auf dem Podium haben Sie gesagt, so circa 10%. Das ist jetzt eher weniger. Okay. Ich hätte mehr vermutet. Also ich hatte mehr verbrüllt in dem Sinne, dass für diejenigen, die nicht im Journalismus tätig sind, wirkt es immer so, als ob man dann oft auch bei, also eingeladen wird in solche Formate wie hier und auch berichtet, mündlich auch und eben nicht rein journalistisch tätig ist. Aber es ist schön zu wissen, dass es dann doch den Fokus auch auf Journalismus behält. Ja, Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viel ich arbeite. Ja. Weitere Fragen? Corinna? Ich habe noch mal eine Frage zu dem, wie Sie Themen verkaufen an Redaktionen. Also ich habe in Tschechien gearbeitet als Redakteurin, ein bisschen auch frei.
Aber da habe ich schon sehr stark die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, egal ob jetzt ich es war oder auch Kollegen, die auch vorher gearbeitet haben, dass es nicht auf die Geschichte ankommt, wie gut die Geschichte ist, sondern einfach bestimmte Schlagwörter, Karre, Gott, Grenz, Kriminalität, Kafka, wenn die drin waren, dann wurde es irgendwie genommen. Und ja. Wenn was war, wo wir unter Kollegen, die in Tschechien vor Ort waren, uns gedacht haben, boah, das ist eine super Geschichte, dann hat keinen Menschen interessiert. Also, weiß ich nicht, ob Sie ähnliche Erfahrungen machen oder ob es da vielleicht einen Trick gibt, wie man Redaktionen von Geschichten überzeugt, die eben nicht ins gängige Schema passen. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, für welche Medien man arbeitet. Also ich arbeite ja vor allen Dingen für Deutschlandradio und da laufen ja auch, sagen wir mal, eher hintergründigere Geschichten, die jetzt nicht so, ja, so. Also Karel Gott und Kafka, da, wenn ich damit käme, glaube ich, dann würde ich eher hören, ach Gott, das haben wir tausendmal gehört. Und, ich weiß das aber von meinen Kollegen, von gerade von Zeitungen, dass also es gibt diesen unschönen Mechanismus oder die unschöne Frage, gibt es denn da eine Agenturmeldung? Also es gibt ja Nachrichtenagenturen, die größte deutsche ist Deutsche Presseagentur, dpa, die haben zum Beispiel in Moskau auch 3 Korrespondenten und ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie weit sie sich mit dem Journalismusgewerbe auskennen. Also die Zeitungen, Verlage, Funkhäuser haben diese Agenturen abonniert. Es gibt dpa, es gibt Reuters, es gibt noch ein paar andere. Und dann sitzen in den Redaktionen am Tisch Tischredakteure, die gucken auf den Bildschirm den ganzen Tag und gucken auch Agenturen an und lesen diese Agenturen. Und in Moskau ist das so, dass die dpa am Tag, also die müssen täglich Meldungen rausschicken, auch wenn nichts los ist. Deswegen kommt das zustande, dass in Russland zum Beispiel in deutschen Zeitungen, wo dann auch in den Redaktionen wenig Leute Dienst haben, dann druckt man mehr Agenturmeldungen und so kommt es, sag ich jetzt mal ein bisschen böse, dass um Weihnachten herum immer das Wetter aus Moskau eine Relevanz gewinnt, wie entweder der kälteste oder der wärmste Winter oder Schneechaos, obwohl wer in Moskau war, weiß das. Also niemand ist so gut im Schnee wegräumen wie die Russen. Also am nächsten Tag war der Schnee wieder weg, aber solche Sachen kommen dann zustande, weil die einfach Sachen auch schreiben müssen und Abdruck brauchen. Ja, und die machen viel, also unterschiedlich, vielleicht so im Schnitt, weiß ich nicht, 5 Meldungen am Tag oder so. Und wenn man dann als Freier aus dem Nichts kommt und ein Thema anbietet und sagt, die dpa hatte da auch eine Meldung, dann kann das sehr hilfreich sein. Oder ich habe mal mitgekriegt, wie eine Fernsehredakteurin zum damaligen Korrespondenten der Süddeutschen sagte, oh, du warst am Aralsee, super, ich habe deine Geschichte gesehen, das war eine Seite 3 Geschichte, dann kann ich jetzt vielleicht endlich meine Redaktion überzeugen, dass wir da auch hin müssen. Das ist ja auch das, was so viel zu Recht bemängelt wird, dass man in den Medien so eine gewisse Angleichung der Themen hat, ne? Weil halt schon die Redakteure gucken auf die anderen, was machen die, und das müssen wir jetzt aber auch haben. Und nur wenige haben Mut, was zu drucken, was noch nirgendwo stand. Was paradox ist, weil das ja die Leute interessiert und dann auch exklusiv wäre und ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Also kann Ihnen leider nichts raten. Ich habe das Glück, für Sender zu arbeiten, die eben ja, jenseits des Mainstreams und jenseits der Aktualität Dinge beleuchten. Inwiefern sind russische Medien, Regionalmedien oder Blogs auch interessante Quellen für Sie, für Geschichten zur Inspiration etc.? Und welche sind da besonders interessant? Ja, auf jeden Fall. Also ich... die meisten Geschichten eigentlich... Das hat sich auch geändert, weil... lesen Sie Decoder? Mhm.
Also das ist ja einfach, ich würde mal sagen, die arbeiten nach den gleichen Mechanismen wie ich eigentlich. Nur, dass ich damals eben die Sachen auf Russisch gelesen habe und sie dann vielleicht noch exklusiv hatte, während sie jetzt also viele Dinge bei Decoder laufen und deswegen dem zumindest dem Fachpublikum bekannt werden. Ich finde tatsächlich relativ viel auch über Facebook. Und dann aber auch über die bundesdeutsche Agenda und über die internationale Agenda. Das, oft sind das ja so Themen, die in der Luft liegen und dann guckt man mal, wie ist denn das eigentlich in Russland? Solche Sachen. Mhm. Ist eigentlich nicht, ich kann gar nicht genau sagen, was die größte Rolle spielt. Wie sehr ärgert Sie denn dieser, sagen, aufmerksamkeitsökonomische Fokus, den es auf Kuriosität plus Russland gibt? Also plus ich habe das Gefühl, alle, ohne plus Putin sowieso, aber ich habe das Gefühl, alle drei Wochen taucht auf einmal ein Duma-Abgeordneter auf, der mal wieder aus orthodoxen Gründen irgendwas verbieten möchte. Und das sind Nichtmeldungen, die überhaupt keine Rolle spielen, aber es wird halt bekannt, dass das ein ganz anderes politisches System ist, in dem die Parlamentariermeldung von einem Jedina Rassiermann in der siebten Reihe überhaupt nichts bedeutet, außer Nachrichten zu produzieren. Und es läuft dann auf Spiegel Online, also Medien, die halt schon auch einen gewissen Hang zu Kuriosität plus ja. Putin plus Russland plus Bär haben. Ärgert Sie das nicht als Experten, dass Sie sagen, das ist ein Rauschen, das ruiniert uns eigentlich eine klare Sicht auf Themen, die wirklich interessant wären? Auf jeden Fall, nee, haben Sie total recht. Ich weiß auch noch, dass als ich als Korrespondentin anfing in Moskau und dann auch so Gesetzgebungsprozesse verfolgt habe und darüber berichtet habe, und es war gerade ja ab 2012, da fing diese Geschichte an mit den vielen repressiven Gesetzen nach innen. Und es gibt ja auch in Russland eine erste, zweite und dritte Lesung und eigentlich, und also erst wird das Gesetz eingereicht und eigentlich hatte ich mit, ich habe da mal mit einer Kollegin auch von der ARD drüber gesprochen, die das ARD-Hörfunkbüro damals leitete, und wir waren uns eigentlich einig, dass wir über die erste Lesung nicht berichten. Nun hat es ja so eine Tendenz gegeben in Russland, dass eigentlich, was durch die erste Lesung geht, natürlich auch durch die zweite und gleich durch die dritte mitgeht. Oft ist es ja, sind die beiden zweite und dritte Lesung dann an einem Tag. Insofern finde ich es journalistisch schon so ein bisschen gerechtfertigt, früher darauf hinzuweisen, weil sich der ganze Gesetzgebungsprozess so beschleunigt hat. Aber über jede einzelne Kuriosität, das stimmt, da wertet man die Leute unheimlich auf. Und ich glaube auch, dass diese Fokussierung auf Putin selber, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, weil es sehr unterkomplex ist und weil es Putin auch eine größere Macht noch verleiht, als er eigentlich hat. Bei dem Parlament würde ich gerne nachhaken, also wie weit nehmen Sie das ernst als eine Körperschaft? Also es gibt ja bei den westlichen Staaten ausgeprägten Parlamentsjournalismus. Lohnt das für Russland oder muss man die Duma jetzt gar nicht so in den Blick nehmen? Also ich hatte da nicht mal eine Akkreditierung. Und ich kenne auch von den deutschen Kollegen niemanden, glaube ich. Also vielleicht haben die eine, aber ich... Ich wüsste jetzt nicht, dass jemand zu einer Parlamentsdebatte da reingegangen wäre. Das wird ja auch alles übertragen, und das ist im Übrigen ja auch in Deutschland so, dass, wenn aktuell berichtet wird, dass viele Leute dann am Büro-Schreibtisch die Debatten einfach nur verfolgen und da mitschneiden. Was ich schon gemacht habe und auch mache weiterhin, ist, dass ich mir extra Termine mache und mich mit einzelnen Abgeordneten zu bestimmten Themen treffe. Ja. Das geht auch. Aber ansonsten, ja, es ist ja klar, dass das Parlament jetzt nicht die Instanz ist, die entscheidet in Russland. Und insofern, ja, es gibt natürlich so eine gewisse Chronistenpflicht als Korrespondent aus Moskau im Tagesgeschehen. Da muss man über bestimmte Beschlüsse und bestimmte Debatten berichten. Was ich ganz gerne gemacht habe, ein- oder zweimal, war so ein abschließender Bericht zum Ende einer Sitzungsperiode.
Und da habe ich dann tatsächlich auch mal die kuriosesten Gesetze zusammengetragen oder sowas. Aber ansonsten, ja, es ist traurig, aber es hat kein Gewicht. Kuriose Nachrichten sind ja das eine, negative oder Fake News sind das jetzt wieder das andere. Man wird ja oft, oder man hört jetzt oft, dass vor allem die deutsche Medienlandschaft sehr negativ, immer tendenziell negativ berichtet und auf der anderen Seite auch von Russland überschwemmt wird von Fake News, wo man auch gar nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich real oder ist das jetzt ausgedacht. Wie gehen Sie damit um, vor allem mit dem Aspekt der Fake News, wenn Sie auch auf Medien aus Russland oder aus Osteuropa zurückhalten? Haben Sie da irgendwie einen Sicherheitsmechanismus, dass Sie wirklich prüfen, okay, ist es wirklich so gewesen oder muss ich selber vor Ort gehen heutzutage, um es wirklich selbstständig zu sehen? Also erstmal zu dem Negativberichterstattungsvorwurf. Wir berichten nicht negativ, wir bilden die Realität ab. Und die ist nun mal zurzeit überwiegend im politischen Bereich negativ in Russland. Das war ganz besonders in der Zeit so, in der ich da war. Und dann wurde ich immer wieder gefragt, können Sie nicht auch mal was Positives berichten? Und ich habe dann ist die Frage, was ist positiv? Also es gibt zum Beispiel in Russland ein sehr stark steigendes soziales Engagement seit einigen Jahren. Und insbesondere in Moskau ist das so richtig in Mode gekommen unter jungen, engagierten Leuten, auch im Mittelstand, sich für unterschiedlichste Dinge zu engagieren. Und das, meiner Meinung nach, gab es da auch einen Kausalzusammenhang, nämlich dass diejenigen, die mit weißen Schleifen auf die Straße gegangen sind 2011, 2012, keine Möglichkeit sahen, politisch wirklich was zu verändern und deswegen gesagt haben, wir machen das jetzt im Kleinen. Also aus dem inneren Aktivisten-Circle, den ich kenne, da hat einer ein behindertes Kind adoptiert, andere haben sich in einem Tierheim engagiert und so ganz vielfältige Sachen. Und ich habe dann auch mal darüber was gemacht, aber natürlich habe ich das, was ich jetzt auch gesagt habe, auch erwähnt, dass das einen gewissen Grund hat, nämlich dass sie sich politisch nicht verwirklichen können und deswegen vor allen Dingen sozial sich engagieren, was ja nicht schlecht ist. Aber trotzdem spielt es mit und dann ist die Frage, ist das jetzt eine rein positive Meldung? Was dann so herausragend war, es gab mal... es gibt so eine Foreign Correspondents Association in Moskau, da sind die ausländischen Korrespondenten Mitglied und die bieten manchmal so Recherchetermine an. Oft sind die sehr offiziös, aber manchmal organisieren die Termine, die man sich selber nur schwer organisieren kann. Zum Beispiel boten sie an, einen Tag die Akademie des Bolschoi-Theaters zu besuchen. Und da bin ich dann hingegangen und habe was gemacht über die Ausbildung dort. Und tatsächlich gibt es da junge Leute aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Amerika, die nach Moskau kommen, um dort sich ausbilden zu lassen und die wirklich total begeistert sind. Dann habe ich diese Geschichte gemacht, die lief auch morgens in der Hauptsendung zu bester Sendezeit und als erstes, 5 Redakteure haben sich gemeldet. Das war doch sicher schön für dich, mal was Schönes zu machen. Und dann kriegte ich eine Mail von einer Frau, also da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, diese Hassmails und Hörerbeschwerden und Hörerpost und Programmbeschwerden und so weiter und dann und Beschimpfungen. Und da gab es eben eine Frau, die sich schon mehrfach bitter beschwert hatte bei mir und mich beschimpft hatte. Und auf diesen Bolschoi-Theater-Beitrag kriegte ich dann eine Mail. Das ist ja jetzt, was sagte sie? Das ist ja auch wieder klar, dass sie sich ausgerechnet die martialischen, autokratischen Trainingsmethoden des rückwärtsgewandten und verstaubten Bolschoi-Theater ausgesucht haben, um eine angeblich positive Geschichte über Russland zu veröffentlichen. Also das war ihr dann auch wieder nicht schlecht. Ja, das so als Schmankerl zwischendrin. Und was aber Fake News und Zuverlässigkeit von russischen Quellen angeht, ich stütze mich nicht auf russische offizielle oder also
auch offiziell, natürlich muss ich die auch erwähnen, oder andersrum. Wenn ich über das berichte, was das Staatsfernsehen oder die staatsnahen Medien berichten, dann mache ich das stets mit einer großen Distanz und übernehme keine Fakten von dort. Es gibt russischsprachige, unabhängige Medien nach wie vor, also zum Beispiel Medusa, die sitzen aber in Lettland inzwischen, die berichten aus Riga, oder Dost, TV Rain, ja, und noch ein paar andere. Darauf meine ich schon, mich verlassen zu können. Es gab einen bestimmten Wendepunkt. Es gibt eine russische Nachrichtenagentur Interfax, die ich als Korrespondentin regelmäßig gelesen habe, die eigentlich laufend auf dem Computer. Und eigentlich waren die, was die Berichterstattung anging, so immer noch ziemlich objektiv, als ich anfing 2012. Und dann gab es aber einen, meine ich, Wendepunkt mit den Olympischen Spielen in Sotschi. Da wurde nochmal die Gangart verschärft und in den Medien, in den russischen Medien auch nochmal die Freiräume extrem eingeschränkt. Und es gab eigentlich fast gar keine Demonstrationsmöglichkeiten mehr. Und als dann der nächste Protest anstand, berichtete Interfax, ich war da nicht bei der Demonstration, ich konnte aus Zeitgründen nicht und es war auch jetzt nicht so was Großes und ich wollte das aus dem Büro machen und Interfax schrieb von 3000 Teilnehmern. Und normalerweise vom Anfang der Demonstration. Und normalerweise ist es so, das ist auch in Deutschland so, dass die Veranstalter von Demonstrationen immer eine höhere Zahl nennen und die Polizei eine niedrigere Zahl und dann ist man entweder selber da, aber so große Mengen kann man ja auch gar nicht überschauen und nicht schätzen und dann macht man irgendwie so, nimmt man den Mittelwert. Und das war in Russland mit Interfax bis dahin auch so gewesen. Und bei der Demonstration, das war für mich wirklich ein Signal, dass ich gedacht habe, so jetzt kannst du der auch nicht mehr vertrauen, der Nachrichtenagentur. Da kam die Meldung zu Anfang 3000 und danach kam keine Zahl mehr, den ganzen Nachmittag nicht. Und dann habe ich Kollegen gefragt, die da waren und mir auch die Live-Übertragung angeguckt von Doschka wahrscheinlich damals und es war klar, dass das ein paar zigtausend waren. Und ja, da kann man nur wirklich auch mit Hilfe sozialer Netzwerke, mit Hilfe der verbliebenen russischsprachigen Quellen und dann über Kontakte oder selbst hingehen, wirklich das verifizieren. Das ist schwieriger geworden. Ja, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Und das, also mich würde noch interessieren, wenn Sie in Kontakt stehen mit eben auch russischen oder osteuropäischen Journalisten, Journalistinnen, wie offen geht man damit um, mit diesen Einschränkungen? Und vielleicht auch, kennen Sie vielleicht auch jemanden, die wirklich auch dafür angestellt werden? Das hört man ja hier, dass der Staat, vor allem in Russland, Leute einstellt, um dann Fake News zu verbreiten. Also haben Sie da schon mal direkten Kontakt mit solchen Leuten gehabt? Oder wie offen geht man mit diesem Thema in Russland um? Na, ich habe die Geschichte selber nicht gemacht und die Leute nicht getroffen, aber da haben ja viele drüber geschrieben, über diese Trollfabrik in Petersburg, die es wirklich gibt. Und da hat ja auch eine Journalistin sich eingeschlichen und dort gearbeitet und so ein bisschen die Mechanismen aufgedeckt, dass man sich da eben so eine Fake-Identität gibt und so tut, als würde man gerade am Herd stehen und das Mittagessen kochen. Und ach, jetzt habe ich gerade wieder gehört, der Obama oder der Trump sagt das und das und so, um das alles echt aussehen zu lassen. Also die gibt's wirklich. Ich habe in Moskau den Kontakt zu Vertretern des Staatsfernsehens und so eigentlich gemieden. Manchmal war das so, dass bei irgendwelchen relevanten politischen Terminen Besuche von deutschen Ministern oder so oder irgendwelche wichtigen internationalen Konferenzen, da ist man dann mit vielen Journalisten in einem Raum und wartet und wartet und wartet und einige Journalisten fangen dann an, sich gegenseitig zu interviewen.
besonders gern interviewt. Das russische Fernsehen, habe ich das Gefühl, dann ausländische Journalisten, und lässt sich erzählen, warum das so wichtig ist. Also dann so die indischen und chinesischen Kollegen und so, die machen das dann brav mit und erzählen, wie wichtig der Standort Moskau ist für das internationale Geschehen und so. Und ich habe mich dabei immer rausgehalten. Ich habe auch nie zugesagt, in russische Medien zu gehen, in Talkshows zu gehen dort, weil auch nicht bei Medien wie Dost, weil ich einfach möglichst tief unterm Schirm fliegen wollte und auf keinen Fall irgendwie Akteurin werden wollte. Ich hätte mal eine Frage zu Hörererwartungen. Also ich kenne da den Sachbuchmarkt besser als jetzt den Journalismus. Und jedenfalls auf dem Sachbuchmarkt ist es so, dass eine breite Schicht von potenziellen Lesern, Leserinnen bedient wird, die so ein verklärtes Bild vom heutigen Russland haben und vieles eben nicht glauben, was in den westlichen Medien behauptet wird. Also Krone Schmalz ist da die Galionsfigur, die wirklich mit Bestsellerauflagen ihre Bücher raushaut. Gibt es eigentlich eine entsprechende Erwartung jetzt auch in den Rundfunkanstalten, dass gesagt wird, wir haben nun mal dieses breite Publikum in Deutschland, was positive Russland-Berichterstattung möchte? Und nicht bezogen jetzt auf einzelne Geschichten, sondern den Grundton, wird da irgendein Druck ausgeübt? Also für die Verlage würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit mit einem Buch, das eben diese Stimmung bedient, genommen zu werden, sehr viel höher ist als mit einem Buch, das russlandkritisch ist. Der Jens Siegert von der lange die Böll-Stiftung geleitet hat in Moskau, der hat das gerade sehr geschickt gemacht, finde ich. Das ist jemand, der eben lange, lange schon in Russland lebt, mit einer Russin verheiratet ist und der als Vertreter der Böll-Stiftung, aber nicht nur, natürlich kritisch, sehr kritisch die politischen Entwicklungen der letzten Jahre begleitet hat, aber der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben. Das heißt 111 Gründe, Russland zu lieben. Und es sind wirklich ganz viele Kapitel und immer ein Grund, Russland zu lieben. Und das hat er eben so gedreht, dass tatsächlich die Dinge, die ich zum Beispiel nicht mag, er aber so formuliert hat, also es ist kurios, man kann das mögen und es ist halt so eine gewisse Grundsympathie. Und aber durchaus auch Kritik drin verpackt und ich glaube, dass ich glaube, dass sich das Buch gut verkauft. Weiß ich jetzt aber nicht. Ne? Aber es ist, ganz sicher. Und es ist auch mit so ein paar kitschigen Touristenfotos drin und so. Ja. Also das war wirklich gut, um dieses Dilemma, das er natürlich auch kennt, ne? zu umgehen. Ich bin nie solchem Druck begegnet, dass es positiver berichtet werden müsste. Ich weiß, dass es aber einzelne Redakteure gibt, also auch in den Häusern, für die ich arbeite, die durchaus sagen, wir müssen das doch vielstimmiger machen. Also wir, die dann auch mal eine längere Sendung in Auftrag geben, die ich so von der Haltung her problematisch finde, bei der Sachen gleichgesetzt werden zwischen Russland und den USA, die meiner Meinung nach nicht in einen Topf gehören. Oder ja, die auch, also konkret denke ich an eine Sendung, die dann auch die Dinge in Russland sehr vereinfachte. Das war von einem Reporter, der sich nicht wirklich gut auskannte in Russland. Sowas kommt schon vor und ich merke auch teilweise in Gesprächen mit Redakteuren, durchaus auch auf Sender, dass da versucht wird, diese Verständnis für die russische Politik einzubringen. Manchmal passiert das ja, um Antworten zu provozieren. Es muss nicht unbedingt die wirkliche Haltung desjenigen sein, der Fragen stellt. Aber so dieses ewige, naja, aber die NATO hat sich doch ausgeweitet und das ist doch, Russland ist doch bedroht von der NATO. Also gerade dieses Ding
das ja nicht begründet ist. Das kommt immer wieder und das sitzt auch in den Redaktionen. Und natürlich sehen die Leute, auch wenn sie durch den Buchladen gehen, dass da alle Bücher von Frau Krone-Schmalz an bester Stelle liegen. Das ist ein Ärgernis. Aber wie gesagt, also ich hab's, ich bekomme da keinerlei Einschränkungen. Wir müssen uns langsam dem Ende nähern. Wir gehen mit großen Schritten auf die Mittagspause zu. Ich möchte aber am Anfang oder jetzt am Ende noch einmal darauf eingehen. Ich habe unter einigen Ihrer Reportagen mir Beiträge und Kommentare angeguckt. Und bei manchen kann man eigentlich, weiß man nicht, ob man darüber lachen soll oder sich echauffieren, aber Sie hatten es angesprochen, wie gehen Sie mit Publikumsrückmeldungen um? Sie haben eine ganz konkret benannt, aber ist das sozusagen also ein Einzelfall oder ist das eher schon aussagekräftig? Werden Sie von einer größeren Zahl von bestimmt oder mit Personen mit politischen bestimmten Ansichten und Vorstellungen und Bildern von Russland und über Russland, werden Sie regelmäßig kommentiert und auch regelmäßig vielleicht diffamiert? Und wie geht man damit um, wenn man eigentlich davon überzeugt ist, doch gute Arbeit geleistet zu haben? Sie haben die Kommentare über Facebook gelesen wahrscheinlich, ne? Nein, eigentlich unter Beiträgen auf den Deutschlandfunk-Seiten. Das sind keine, nee, das ist, also Deutschlandradio hat keine Kommentarfunktion unter den Beiträgen. Dann weiß ich nicht, wo es verlinkt war, dass ich es gesehen hatte. Also ist natürlich verlinkt und wenn, also Deutschlandradio hat, ist natürlich bei Facebook auch aktiv und postet einige Beiträge und manche posten sie schon extra nicht, weil die Onliner nicht genügend Kapazitäten haben, diejenigen Kommentare zu entfernen, die entfernt werden müssen. Ich lese keine Facebook-Kommentare auf der Deutschlandfunk-Seite. Das mache ich nicht, gebe ich mir nicht. Ich lese die auf meiner eigenen Seite, wenn ich Beiträge poste. Aber da habe ich das so beschränkt, dass da nicht jeder drunter schreiben kann. Und was mich am ehesten erreicht oder womit ich am meisten zu tun habe, sind Briefe, die per E-Mail kommen. Über die Hörerpost wird das weitergeleitet. Und wir sind gehalten und ich finde das auch gut, Hörerpost zu beantworten, sofern erstmal ersichtlich ist, dass das eine reale Person ist, die hinter der Hörerpost steht. Und ich persönlich mache das dann, wenn mich niemand beleidigt, also wenn die Leute sachlich bleiben und wenn irgendwie, also die Voraussetzungen müssen sachlich bleiben und es muss auch ersichtlich sein, dass sie sich tatsächlich mit meinem Text auseinandergesetzt haben und den Beitrag gehört oder gelesen haben und nicht nur die Überschrift. Dann antworte ich. Und das war eine Zeit lang ziemlich viel. Ich merke dann, wenn ich mich mit den Leuten auseinandersetze, ihnen antworte, dass erstmal äußerst beglückt eine Reaktion kommt. Wir hätten nie damit gerechnet, dass sie antworten. Und das ist auch so ein Ding, bei der ich auch die Medien in der Pflicht sehe. Also ich sehe schon, dass sich die Medien oder viele Häuser, viele Kollegen auch gedanklich so ein bisschen entfernt haben von der Leser- und Hörerschaft. Und wir können da durchaus mehr tun, um auf unsere Kunden oder diejenigen im Öffentlich-Rechtlichen jetzt, die uns ja schließlich auch bezahlen, auf die einzugehen. Und teilweise haben sich da schon interessante Diskussionen ergeben. Das ist natürlich zeitlich begrenzt. Ich kann jetzt nicht mit jedem einen langen Briefwechsel führen, aber natürlich überdenke ich selber auch, was ich mache und es ist schon auch der eine oder andere Anstoß dabei, dass ich dann denke, ja stimmt, naja gut, das war jetzt vielleicht oder kann man auch nochmal aus einer anderen Warte betrachten oder so. Ne? Das ist schon so, dass ich da durchaus auch Denkanstöße kriege. Oft auch einfach, dass ich Dinge mehr erklären muss oder mehr ausführen muss, weil
mir gerade, irgendjemand hatte gefragt nach der langen Zeit, Spezialisierung, also manchmal setze ich halt dann schon Dinge voraus, die dann vielleicht doch nochmal ausführlicher erklärt werden müssen. Ja, insofern gehe ich da offensiv mit denen um, die ich für wert befinde, dass ich mit ihnen umgehe. Und dann gibt es aber auch so einfach nur Beschimpfungen am Tag vor Weihnachten. Das waren so die Tiefpunkte. Und dann gibt es, jetzt gerade gibt es aktuell eine Programmbeschwerde von einem Vielschreiber, der diese Programmbeschwerden in Serie produziert. Anlass war, damit hatte ich auch schon gerechnet, ein Stück meines Mannes und von mir vor über 5 Jahren Maidan, das lief jetzt diese Woche im Deutschlandfunk im Hintergrund um 18.40 Uhr. Und ich habe, weil ich dachte, eventuell reden wir da heute länger drüber, mir die nochmal die rauskopiert und in ein Doc-Dokument kopiert. Also es sind 5 Seiten einzeilig beschrieben und mit Verweis auf irgendwelche Links zu YouTube-Videos und dergleichen mehr. Und man sieht, dass das Versatzstücke sind. Und es geht eben an die Intendanz mit der Aufforderung, innerhalb einer Woche sich zurückzumelden, zu korrigieren und eine Gegendarstellung an selber Stelle zu publizieren. Und der Intendant, die Gremien müssen sich damit befassen. Die Frage ist eben nur wie, und ich muss als Autorin, werde oft gebeten, dass ich da ein paar Sätze zu schreibe, weil natürlich die Gremien in der Diskussion nicht so drin sind. Stimmt. Dann gehört Ihnen und euch die letzte Frage. Gibt es noch Fragen? Mich würde ganz stark interessieren, ob Sie heutzutage es noch empfehlen würden, wenn man sich auf Journalismus, wenn sich auf Journalismus bewegen möchte, beruflich, dass man sich auf Osteuropa spezialisiert oder ob man nicht weggehen sollte von diesem Regionalfokus und andere Themen ansehen sollte. Also ich bin ja selber auch erst reingewachsen in diese Osteuropa-Spezialisierung. Also ich konnte einige Jahre, habe ich eben, wie ich vorhin sagte, ganz viele Themen gemacht. Und ich glaube, dass einzusteigen als Osteuropa-Fachjournalist fast unmöglich ist heute, weil sie ja sich finanzieren müssen, Auslandsberichterstattung kostet Geld und sie werden jetzt, wenn sie neu dabei sind, von keiner Redaktion als freie Journalistin Reisebudget kriegen. Das muss schon ein großer Glücksfall sein, dass sie da irgendwo reinkommen. Und es ist eine Frage, ob ich überhaupt empfehlen würde, in den Journalismus zu gehen heute. Und wie? Also in der Regel quer einsteigen geht schon. Ich meine, ich habe außer diesem Studium, das mich jetzt nicht wirklich qualifiziert hat für Journalismus, bin ich tatsächlich als Freie quer eingestiegen und habe mir sehr viel selber beigebracht und von eben Redakteuren beigebracht bekommen. Aber heute würde ich jedem empfehlen, über eine Journalistenschule zu gehen, weil das wirklich eine solide Ausbildung ist und man mit der Ausbildung im Rücken vielleicht auch noch eine Redakteurstelle bekommt oder über ein Volontariat und sich dann zu spezialisieren. Aber jetzt einzusteigen und zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Prag oder irgendwo hin und biete von da aus an, das dürfte schwierig werden. Ich würde mal eine zweite abschließen. Das Positive ist klar. War das nicht positiv? Frau Dornbühl, wir sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich heute so die Zeit genommen haben, uns so ausführlich Rede und Antwort zu stehen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.